wir für jeden Stumpf auch die Möglichkeit erhalten wollen, einen Kronenboden, also definierte Passungsparameter, einzustellen, empfehle ich an dieser Stelle den Objekttyp Multidiscan auszuwählen. Diese bringt dich automatisch in eine geteilte Ansicht und färbt die jeweiligen zu korrelierenden Stumpf- oder Modellscans in unterschiedlichen Grundfarben. In diesem Fall stimmt die Position unseres Wax-Ups nicht. Daher manipulieren wir die Lage des Wax-Ups mit der Option Positionierung des Wax-Up-Scans. Die gewählten Passungsparameter richten sich nun nach dem gewünschten Material und entsprechender Kammfertigung für deine finale Arbeit. Kannst du selbstverständlich auch nachträglich inkrementelle Veränderungen durch den Expertenmodus vornehmen und auch im Anschluss Passungsparameter, Gesamtgestaltung oder das Konstruktionsvorhaben, zum Beispiel in eine reduzierte Wachsabgestaltung, für eine spätere Keramikverblendung ändern.